Vielleicht hast du auch dieses Reel auf meinem Instagram-Kanal gesehen. Plötzlich sind auf dem gesamten Untergrund und auf dem gesamten Bild Blaubeeren zu sehen. Und ich frage mich dann immer, was machen die Blaubeeren da? Wie kommen die da hin? Dieses Reel ist tatsächlich viral gegangen und ihr wolltet wissen, ja, wie soll ich es denn nun besser machen mit den Blaubeeren? Also, lass es uns besser machen. Mein Name ist Denise Schuster und ich arbeite seit, ja, tatsächlich jetzt 10 Jahren selbstständig als Food-Fotografin und habe während der Zeit natürlich einiges gesehen und auch viele Fehler selbst gemacht. Nochmal kurzer Recap. Es ging in dem Video, wie gesagt, um die Todsünden beim Food-Styling und ich habe auch früher selbst als Food-Stylistin gearbeitet. Und ein absolutes No-Go ist es für mich einfach, Zutaten willkürlich und vollkommen wild überall auf dem Untergrund zu verteilen, wie ich es hier gerade noch mal mache, um es euch zu demonstrieren. Schön. Ich mache mal kurz ein Foto davon. Das wäre halt der Weg, bei dem ich sage, das ist nicht unbedingt das, was in der Food-Fotografie wirklich gefragt ist. Es gibt auch immer viele Diskussionen, ist das nicht mein eigenes Empfinden oder ist das nicht Geschmackssache? Und da sage ich immer, nein. Oder sagen wir jein. Vielleicht entspricht es deinem Geschmack. Aber bei mir geht es einfach darum, ich möchte meine Kursteilnehmerinnen, meine Community darauf vorbereiten, mit den Food-Fotos Geld zu verdienen. Und wenn ein Foto nun mal in einer Zeitschrift, in einem Kochbuch, auf einer Verpackung, in einer Werbeanzeige, wo auch immer erscheinen soll, müssen wir uns an ein paar Grundregeln, sag ich mal, halten. Und das ist eben eine Szenerie, die so jetzt nicht unbedingt gedruckt werden würde oder als Werbung irgendwo erscheinen würde. Also was ist überhaupt der Grund, warum ich davon abrate, überall auf dem Untergrund Zutaten zu verteilen? Die Sache ist folgende. Das Auge des Betrachters, also der Person, die sich dein Foto anschaut, weiß in dem Moment überhaupt nicht, wo es hinschauen soll. Das Auge springt von Blaubeere zu Blaubeere zu Blaubeere zu Blaubeere über das ganze Bild. Es gibt keine Struktur und keine Blickführung. Es ist alles total willkürlich und das Auge des Betrachters weiß nicht, wo es hinschauen soll. Es wird nicht geführt. Kurz gesagt, es ist keine Bildkomposition vorhanden. Was ist Bildkomposition? Bildkomposition ist einfach ein unglaublich wichtiges Tool, um ein Bild, ein Foto ansprechend für den Betrachter zu gestalten. Und Bildkomposition ist jetzt auch nichts, was ich persönlich mir ausgedacht habe. Bildkomposition sind einfach Regeln, die gibt es seit der Antike. Die hat sich kein Mensch ausgedacht. Die bestehen in der Natur. Die gibt es in einem Romanesco, die findest du in einem Schneckenhaus, die findest du in einem Tornado. Ja, also das ist nichts, was sich irgendjemand oder ich mir ausgedacht habe. Wie du ein Bild aufbaust, basiert auf Kompositionsregeln wie zum Beispiel dem goldenen Schnitt. Hast du vielleicht schon mal gehört. Es gibt noch andere Bildkompositionsregeln, aber der goldene Schnitt ist einfach etwas, na, hat man schon mal gehört. Vereinfacht kennst du den goldenen Schnitt auch auf jeden Fall. Das ist nämlich dieses Gitter, das auf jedem Smartphone, wenn du deine Smartphone-Kamera machst, eingeblendet wird. Ja? Also es ist etwas, was du überall findest und was uns einfach anspricht, was uns als Menschen einfach anspricht, weil es das in der Natur gibt, in der Architektur, in dem Gesicht der Menschen. Und warum sollten wir uns diese Regeln nicht zunutze machen, um ein ansprechendes Bild zu gestalten? Sollten wir. Es gibt noch andere Bildgestaltungsregeln. Wie zum Beispiel die Rule of Odds, die Regel der unregelmäßigen Zahlen, sag ich mal, die besagt, dass du niemals eine gleichmäßige Anzahl Objekte auf einem Foto verteilen solltest. Also keine 2 oder 4 Gegenstände, sondern immer 3, 5 oder 7. Auch das können wir uns zunutze machen, wenn wir unsere Blaubeeren gleich auf eine strategische, kompositorisch ansprechende Art und Weise verteilen. Was kannst du jetzt also tun, wenn du auf deinem Foto Blaubeeren unterbringen möchtest, aber eben auf eine Weise, die ansprechend für das Auge ist und ich sag mal, die auch ein bisschen Sinn ergibt? Nutze kleine Schalen und Schüsseln. Indem du nämlich jetzt diese ganzen Blaubeeren hier einmal einsammelst und in eine Schale gibst, gibst du diesen Beeren einen Rahmen, sag ich mal. Ja, sie sind jetzt nicht mehr willkürlich verteilt, sie sind im Bild, sie sind da,
aber sie sind nicht all over the place. Also das wäre die Lösung, zu der ich dir raten würde. Was du auch machen kannst, wenn du größere Zutaten hast, wie Orangenscheiben, Zitronen, leg sie auf ein Schneidebrett. Schneid sie so ein bisschen an, aber leg sie halt nicht überall auf den Untergrund. Darfst du jetzt nie wieder überhaupt irgendetwas auf den Untergrund legen? Doch, natürlich. Aber ich sag immer, da, wo es Sinn macht. Stell dir mal selbst die Frage, macht es Sinn, wenn ich jetzt hier Blaubeeren hinlege? Die Frage, die ich mir immer stelle, ist dann, warum liegen da in der unteren linken, von mir aus linken Bildhälfte, Blaubeeren? Würde es nicht viel mehr Sinn machen, die Blaubeeren hier hinzulegen, wo sie vielleicht gerade aus der Schale rausgekullert sein könnten? Ja, das ist einfach das, worauf ich immer auf Fotos achte. Ergibt das, was ich da tue, auch Storytelling, aus Storytelling-Sicht, also aus dem Blickwinkel einer Geschichte, ergibt das Sinn? Macht das Sinn, dass hier beim Rauslöffeln ein paar Blaubeeren auf den Untergrund gefallen sind? Ja, total, passiert. Und natürlich können wir auch Blaubeeren auf die Teller geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch ein paar Blaubeeren drauf verteile, dann könnte ich mir auch total gut vorstellen, hier nochmal eine fallen zu lassen. Weil ja, die ist halt gerade so vom Tellerrand runtergekugelt. Passiert. Aber ich lege sie halt nicht neben die Kaffeetasse. Da macht sie wieder keinen Sinn. Ja, also das ist einfach dieses Blaubeeren-Game, das ich hier spiele. Und was ich jetzt auch gemacht habe, ganz intuitiv, ja, kommen wir wieder zum Thema Bildkomposition. Ich habe mit den Blaubeeren gerade, mehr oder weniger unbewusst, eine S-förmige Kurve durch das Bild gebaut. Die Farben der Blaubeeren, die führen meinen Blick durch das Bild. Du hast also, wenn du dir wirklich Gedanken darüber machst, wo du deine Blaubeeren hinlegst, die Möglichkeit, den Blick des Betrachters durch das Bild zu führen. Ist das nicht geil? I love it. So, wir machen das Foto jetzt einfach mal fertig. Ich bin mit der Blaubeeren-Situation jetzt mal ganz happy. Ich finde aber, dass das Banana Bread jetzt gerade so ein bisschen trocken aussieht. Ich habe da meine Blaubeeren draufgelegt. Finde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so appetitlich. Deswegen nochmal ein kleiner Food-Styling-Trick. Nehme ich die Blaubeeren da jetzt nochmal runter und gebe mal einen Löffel Joghurt hier auf das Banana Bread. So, ein bisschen, ja genau, tropft da so ein bisschen runter. Oh, lecker. Sieht jetzt schon super lecker aus. Und dann gehen wir hier auf den Teller auch nochmal so einen kleinen. Das gleiche Spiel machen wir hier auch nochmal. Blaubeeren wieder beseitigen. Können wir ja gleich alle wieder drauflegen. Und hier einen schönen Löffel Joghurt draufgeben. So, und jetzt gehe ich hin und verteile meine Blaubeeren so ein bisschen auf dem Joghurt. Jetzt muss ich schon genauer schauen, wo ich die hinlege, weil einmal im Joghurt, dann sind sie auch im Joghurt. Dann kann ich sie nicht so schnell wieder woanders hinlegen. So, ich habe sie jetzt einfach fallen gelassen. Ja, gefällt mir jetzt noch nicht ganz so gut, aber das können wir nachher nochmal fixen. Und das Gleiche mache ich jetzt auch nochmal hier. Was ich halt wirklich mache, ich lasse sie zufällig dahin fallen, wo sie dann eigentlich gerade gerne hin möchten und schubse sie dann anschließend nochmal so ein bisschen an die richtige Stelle. Ja, das Foto hat jetzt einfach schon viel mehr Ausdruck. Der Kuchen sieht leckerer aus. Es sieht einfach mehr zum Anbeißen aus. Das Gleiche wie für die Blaubeeren gilt übrigens für Krümel. Ich nehme jetzt mal wieder hier so ein Stück Banana Bread raus. Muss ich von der unteren Seite nehmen, damit das nachher nicht komisch aussieht. Ja. Ah, störrisch. Das ist nämlich das gleiche Spiel, habe ich in dem Video auch angesprochen. Was ich oft sehe, ist, dass dann die Krümel über den ganzen Tisch verteilt werden. Auf dem ganzen Tisch liegen dann Krümel. Natürlich krümelt ein Kuchen mal ein bisschen, wenn man ihn anschneidet, wenn man ihn angabelt, wenn man ihn anfasst. Aber wie zur Hölle sollen denn da oder da Krümel hingekommen sein? Es macht keinen Sinn. Davon abgesehen ist es auch einfach, ich sag mal, so ein bisschen messy und unaufgeräumt, wenn auf einmal auf dem ganzen Untergrund Krümel verteilt sind. Das sieht vielleicht bei jemandem zu Hause so aus, wenn vier Kinder mit am Tisch sitzen, aber auf einem Food-Foto, auf dem nun mal Appetit gemacht werden soll, würde man das jetzt nicht unbedingt machen, weil das einfach nicht das Appetitlichste ist, wie wir dieses Rezept, wie wir dieses Banana Bread präsentieren können. Also, auch beim Krümeln, ich sammle die hier mal wieder ein, da will ich sie nämlich nicht haben.
auch beim Krümeln legen wir die Krümel dahin, wo sie Sinn machen. Vielleicht ist hier so ein bisschen vom Banana Bread abgebrochen. Vielleicht auch nochmal hier, da sind tatsächlich schon so ein paar kleine Krümel auf dem Teller, ne, weil das einfach passiert ist, als ich das Banana Bread da drauf gelegt habe. So, das reicht schon. Ne, vielleicht ist auch noch einer auf der Gabel. Macht jetzt noch keinen Sinn, weil ich habe noch kein Stück abgebissen, aber wäre theoretisch auch schön, nochmal so ein paar kleine Krümelchen auf die Gabel zu verteilen. Und wenn du jetzt noch mehr möchtest, als nur diese zwei Scheiben Banana Bread mit Blaubeeren zu fotografieren, ne? Also wenn du jetzt mehr möchtest, sage ich mal, als so ein ganz einfaches Foto von dem Kuchen, dann erschaff doch einfach eine ganze Tischszene. Stell noch ein paar Kaffeetassen dazu, ein Kännchen mit Milch, zwei Kaffeetassen, weil wir haben zwei Teller, ne? So. Und so kannst du das Bild füllen, ohne überall Blaubeeren hinlegen zu müssen. Ja, also, dass du nicht in diese Verlegenheit kommst, oh, das sieht irgendwie so leer aus, ich schmeiß da jetzt einfach noch ein paar Blaubeeren hin, weil ansonsten ist das Bild nicht voll. Gestalte einfach eine Tischszene, wie du sie, sag ich mal, in der Realität auch aufbauen würdest. Mit Kaffeetassen, mit einer Milchkanne, mit den Kuchengabeln. Ich habe hier noch die zweite Gabel, die kann ich noch irgendwie ins Bild bringen. Ach, ich mache jetzt tatsächlich mal, ich gabel das jetzt hier tatsächlich mal so am Rand an, schieb das so ein bisschen weg. Das sieht doch cool aus. Sieht das cool aus? Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht nehme ich das Stück auch ganz weg und lege die Gabel einfach nur so an den Rand. Gefällt mir auch noch nicht. Vielleicht lege ich auch nur das Stück an den Rand. Hm. Irgendwie diese Gabel hier noch unterbringen. Jetzt wird es schon unbeabsichtigt etwas messy. Und auch wenn du anfängst, noch weitere Objekte in dein Foto zu stellen, achte auch hier immer auf die Bildkompositionsregeln. Goldener Schnitt, die Drittelregel, das besagt einfach, dass du die Objekte entlang oder auf den Schnittstellen arrangierst. Kann mir diese Linien auch hier auf meinem Bildschirm einstellen, so, um das Ganze mal so ein bisschen zur Hilfe zu nehmen. Und da sehen wir schon ganz schön, der obere Teller, der endet genau mit der oberen Linie. Das Banana Bread sitzt wirklich im Zentrum des Fotos. Wir haben hier oben einen Raum, in dem ein bisschen Ruhe ist, in dem nicht so viel los ist. Wir haben hier unten auch den Raum, an dem nicht viel los ist. Und auch sowas braucht ein Foodfoto einfach, um harmonisch und ausgeglichen zu sein. Jetzt rücke ich alles noch so ein bisschen auf die letzten Details, an die richtige Stelle. Überlege, ob ich da noch eine Blaubeere haben möchte. Ach, das gefällt mir jetzt nicht. Die liegen jetzt so in einer Reihe, deswegen verschiebe ich die wieder so ein bisschen. Die schiebe ich hier noch ein bisschen näher dran, damit ich mit der Spitze des Kännchens genau auf der Linie bin. Das gefällt mir. Die Kaffeetasse könnte ich jetzt... Das finde ich natürlich auch sehr nice. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Das finde ich jetzt sehr schön, wie die Kaffeetasse genau auf dieser Schnittstelle hier steht. Sehr schön. Und wenn wir über solche Regeln sprechen, dann ist es natürlich nicht so, dass man solche Regeln nicht auch mal brechen darf. Aber ich sage immer, um die Regeln zu brechen, muss man die Regeln erst mal kennen. Das heißt, wenn du mit der Fotografie anfängst, fang erst mal an, dich an solchen Bildkompositionsregeln wie dem goldenen Schnitt zu orientieren. Und später kannst du diese Regeln auch brechen. Ja, weil dann weißt du, was du tust, du weißt, wie etwas funktioniert, du weißt, wie du den Blick des Betrachters durch das Foto führst. Am Anfang helfen dir diese Regeln wirklich, wirklich weiter. Du willst lernen, wie du Food-Fotos machst, die nicht nur auf Instagram und bei deiner Community gut ankommen, sondern mit denen du auch wirklich Geld verdienen kannst. Mein Food Photography und Styling Online-Kurs startet in wenigen Wochen in eine neue Runde. Dort lernst du wirklich von A bis Z, wie du professionelle Food-Fotos machst. Über 200 Food-Fotografinnen, Content-Creator, Food-Blogger haben mit diesem Kurs bereits gelernt, wie sie Food-Fotos machen, die nicht nur lecker aussehen, sondern die ihnen auch Umsatz bringen. Die Vorher-Nachher-Bilder meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer hauen mich selbst wirklich regelmäßig um. Wenn du in der nächsten Runde dabei sein möchtest, dann gibt es eine Warteliste, zu der du dich unverbindlich anmelden kannst. Das kostet dich wirklich gar nichts. Du meldest dich dort an und bekommst dann Bescheid, wenn es wieder losgeht. Die Warteliste findest du unter foodlovinacademy.de/warteliste und ich verlinke sie dir natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. So, dann würde ich sagen, wir finalisieren das Ganze jetzt mal und machen ein Foto. Das heißt, ich muss meine Espresso-Tassen füllen, mein
Milchkännchen und noch so ein paar letzte, finale, ja, Feinheiten korrigieren. Und dann können wir ein Foto machen. So, ich bin wieder da mit schön frisch gebrühtem Espresso. Oh, das sieht direkt so lecker aus. Ich liebe Kaffee und dieser Duft. Oh, herrlich. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Milch in das Kännchen, damit wenn ich in so ein leeres Kännchen reinschaue, muss auch gar nicht viel sein. Wunderbar. Gefällt mir soweit ganz gut. Noch ein kleines Detail. Ich finde das noch ein bisschen zu simpel irgendwie. Wir haben das Banana Bread, wir haben die Blaubeeren. Ich würde mir noch so ein bisschen was Feineres wünschen. Wie der Zufall will, habe ich da was mitgebracht. Wie in den Kochshows im Fernsehen immer. Und zwar habe ich noch ein paar gehackte Haselnüsse. Die streue ich jetzt einfach nochmal auf den Joghurt, damit diese Joghurtfläche nicht ganz so weiß ist. Weil solche ganz einfachen weißen Flächen, das sieht immer so ein bisschen langweilig aus. Oh, schön. Und auch hier, ja, klar fallen da jetzt ein paar Haselnüsse irgendwie mal auf den Tellerrand oder vielleicht auch mal auf den Untergrund. Aber ich fange jetzt eben nicht wieder an und verteile hier überall Haselnüsse. Das ist einfach das, was ich nicht mehr sehen möchte. So, jetzt muss ich die Dinger wieder einsammeln und dann können wir ein Foto machen. Ich hoffe, ich konnte das Blaubeerenproblem damit jetzt ein bisschen besser noch erläutern. Ich hoffe, ich konnte dir klar machen, warum es einfach keinen Sinn macht, aus bildkompositorischen Gründen überall Dinge auf dem Untergrund zu verteilen und dass es einfach ja, einfache Wege gibt, das Ganze so zu gestalten, dass sich jemand dein Foto auch gerne anschaut. Wenn dir das weitergeholfen hat, dann schau dir auf jeden Fall noch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Das Ganze wird dir so sehr weiterhelfen und abonniere den Kanal, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst.